Hallo meine lieben Lego-Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu Slash Bricks. In diesem Video stelle ich euch meine Lego-Sammlung vor, die sich jetzt seit dem einem Jahr wirklich bei mir angesammelt hat. Es ist zwar nicht viel, aber man kann, denke ich mal, stolz darauf sein. Ich habe ja früher auch schon Lego gesammelt und hatte so gut wie jedes Set. Aber das haben wir damals alles verkauft, da hatte ich halt keine Lust mehr auf Lego und es hat sich wieder bei mir zurückerfunden. Wie sagt man zurückerfunden? Also ich kam wieder zurück zu Lego, ich bin voll stolz darüber, es macht echt Spaß, ein tolles Set aktuell dabei. Wir starten ja auch mit dem Mandalorian Battle Pack. Und es ist nervig, wenn das nicht fokussieren will. Leute, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier so aufnehme. Ich habe derzeit noch nicht das Equipment. Hier das Sith Trooper Battle Pack mit Jetpack Trooper, normalen Sith Soldat und einem Offizier. Ja, auch ein tolles Set. Hier das Duell on Mandalore mit Ahsoka Darth Maul von The Clone Wars Staffel 7 war's. Habe ich ein Video dazu gemacht. War, glaube ich, mein erstes Video sogar auf dem Kanal. Hier das 500S Battle Pack mit den 500S Soldaten. 4 Mini-Figuren sind dabei von den 500S Soldaten. Mit 2 Kampfdruiden. Super geiles Set. Es wäre geil, wenn da Lego nochmal was rausbringen würde. Mit der 212. Das wäre Hammer. Ja. Hier noch den AAT, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Armored Assault Tank von der Separatisten-Allianz. Hier auch mit Battle-Druiden, Ahsoka Tano und dem Ahsoka Clone Trooper, also aus eigentlich 500 Soldat, mit der Markierung von Ahsoka im Helm halt. Ja, und hier sind nochmal geöffnete Minifiguren, die ich auch in einem Video mal geöffnet habe. Hier aktuell die Serie 22. Serie 12 und Serie 20, Harry Potter Polybag, Hermine Study Desk, und hier auch nochmal von Minecraft Turtle Beach. Ja, hier habe ich tatsächlich noch 2 alte Sets von früher mit dem Droid Escape von Episode 4. Hier mit 2 tollen Sandtroopern, C3PO und R2D2 sind dabei. Und hier unten auch nochmal das mit dem Boba Fett Sarlacc. Ich weiß nicht, wie es Set heißt. Desert Skiff, mit Lando Calrissian, Boba Fett, Luke Skywalker und einem Kitaba. Ich hoffe, ich habe es falsch richtig ausgesprochen. Ja, das sind tatsächlich alte Sets, die ich noch von früher behalten habe. Habe ich im Keller gefunden. Ich hatte so viele Lego-Sets, dazu würde ich auch mal gerne ein Video machen, was ich für Sets früher hatte. Und da würde ich darauf eingehen, warum ich die heutzutage eigentlich mehr alle habe. Ja, und wie es sein sollte, hatten wir auch an Weihnachten, hatte ich jetzt meinen ersten Lego Star Wars Adventskalender. Ich hatte früher mal welche von Lego City. Zu dem Thema ist gewesen The Mandalorian mit Mando und Baby Yoda. Und hier haben wir noch Boba Fett Slave One. Jetzt heißt es ja Starship. Ja, auch tolle Figur mit Armbedruckungen. Und hier habe ich auch noch ein Weihnachtsset. Das habe ich bei Kleinanzeigen für 12 Euro bekommen. Ich denke mal, das ist ein sehr guter Deal. Ich lasse das jetzt noch ungeöffnet. Vielleicht werde ich es mal irgendwann auspacken. Aber ich finde es schön, wenn es in der Verpackung bleibt. So. Und dann kommen wir hier auch zu unseren Winterneuheiten. Den Snowtrooper Battle Pack. Gerade 4 Stück. Plus nochmal das Clone Trooper. Wie sagt man? Minifiguren-Paket, sage ich jetzt einfach, mit 2 Klonsoldaten und einem Klon-Commander. Auch tolles Set, lasse ich derzeit aber, möchte ich noch zulassen.
Ja, das war's dann soweit erstmal mit meiner Lego-Sammlung. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch noch meine Figuren. Dann sehen wir uns und bis gleich. So, meine lieben Freunde, und da sind wir jetzt auch bei meiner Lego-Minifiguren-Sammlung von Lego Star Wars. Ich habe auch noch andere Minifiguren, aber ich zeige euch jetzt einfach mal in dem Video hier meine Star Wars-Figuren. Im vordersten Grund sehen wir Klonsoldaten von der 501. und hier einen Airborne Trooper von der 212. Jetpack Trooper, normale 501. Soldaten und der Ahsoka-Klon. Und eine ganz spezielle Figur habe ich hier. Die hat mir nämlich ein treuer Zuschauer geschickt. Es ist Commander Eule. Grüße gehen raus an dich. Ja, ist auch einfach ein 501. Soldat. Den habe ich aber hier ein bisschen ausgestattet mit Commander-Bekleidung. Sieht ziemlich cool aus. Ja, sollte so von meiner kleinen Armee hier der Commander sein, wo den Trupp anführt. Ja, und hier haben wir auch noch einen 212. Airborne Trooper. Ganz schlicht. Würde ich schön finden, wenn ich hier noch den Rock hätte. Ja, dann haben wir hier BB-8. Eine ziemlich coole Figur ist auch hier der Artillerie-Soldat von den Sturmtruppen. Auch sehr coole Figur. Die Figuren gingen kaum ab, weil ich sie halt einmal aufgebaut habe und direkt hier hingestellt habe. Ich stelle den mal kurz hier an, sonst kriege ich das nicht rein. Hier haben wir auch noch zwei klassische Sandsoldaten von früher. So, mit denen bin ich als Kind aufgewachsen. Da konnte man auch noch die Helme nach links und rechts drehen und einmal komplett herum um 360 Grad. Coole Figur. Ich liebe die Sandtrooper-Figuren von dem Imperium. Liebe ich. Ja, und hier die klassischen normalen Sturmtruppen, wie man sie heutzutage kennt. Da kann man den Kopf nämlich nicht drehen, also den Helm. Ja, das sind aus dem imperialen Assault Marauder. Marauder, genau. Ja, Kashyyyk-Soldat, ein Scout-Trooper von der Republik. Und hier auch nochmal einen normalen Kashyyyk. Trooper, der hat das falsche Torso. Ja, kann man machen. Ist nicht schlimm. Hier habe ich dann auch noch unseren Commander Cree in Phase 1 von The Clone Wars. Auch eine alte Figur, die ich noch hatte von früher. Ja. So, dann zeige ich jetzt euch mal einfach so die Figuren. Also, hier vorne unsere imperialen Soldaten mit den Klonsoldaten. Nochmal Sith Trooper, Mandalorianer, Lando Calrissian in seinem Desert Skiff Outfit. Hier die Boba Fett-Figuren. Die hatte ich früher auch mehrfach. Mit seinem Jetpack. Das ist eine echt schöne Figur. Und sind auch alle noch sehr gut erhalten, weil ich immer mit meinen Figuren sorgfältig umgegangen bin. Ja, und hier haben wir nochmal IG-11, glaube ich, oder hieß er IG-11? Ja, die beiden Mandos von dem Starship und dem Weihnachtskalender. Und hier nochmal Luke Skywalker, Darth Maul, Ahsoka und unseren Finn und die Rey. Ja. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Like da lassen würdet oder einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir mal rein, was eure Lieblingsfigur hier ist, ob ihr auch so etwas habt wie ich. Das würde mich mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns bald und ja, tschüss, meine lieben Freunde.